Vor fast 2000 Jahren wurden diese beiden Menschen getötet. Dass ihre Überreste noch heute so gut zu erkennen sind, liegt an der Geschwindigkeit, mit der sie der Vulkanausbruch erwischte. Mit bis zu 700 Stundenkilometern brachte eine sogenannte pyroklastische Strömung aus Asche und Gas eine ganze Stadt zum Erstarren. 23 Kilometer südöstlich von Neapel, wo einst die antike römische Stadt Pompeji 13.000 Menschen beherbergte, haben Archäologen bei einer Ausgrabung zwei neue Opfer des Vesuv-Ausbruchs im Jahr 79 nach Christus entdeckt. Die beiden Opfer, die in den letzten Tagen gefunden wurden, sind ein unglaubliches und außerordentliches Zeugnis von jenem Morgen des 25. Oktober, an dem der Ausbruch stattfand. Diese beiden Opfer suchten vielleicht Zuflucht, als sie um 9 Uhr morgens von der pyroklastischen Strömung weggespült wurden, als die Ausbruchswolke Pompeji erreichte, den höher gelegenen Teil der Stadt vollständig zerstörte und alle, die sich ihr in den Weg stellten, tötete. Einer der Männer war den Forschern zufolge beim Vulkanausbruch etwa 30 bis 40 Jahre alt und trug einen Wollmantel, er habe also einen hohen Status gehabt. Der zweite sei zwischen 18 und 23 gewesen, er habe eine Tunika getragen und eine Reihe zerdrückter Wirbel gehabt, was darauf hindeute, dass er wahrscheinlich ein Sklave war, der schwere Arbeit verrichten musste.